Jimmy Blue Ochsenknecht schwänzte Nataschas Geburtstag absichtlich? Das Verhältnis zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht, 31, und seiner Familie wird immer angespannter. Der Grund? Seine Beziehung mit Rennfahrerin Laura Marie Geisler, 24. Der Familienzwist scheint sich in der zweiten Staffel der Sky-Serie Diese Ochsenknechts zuzuspitzen. In Folge 4 schafft es Jimmy, als einziger nicht zur kleinen Geburtstagsfeier seiner Mutter Natascha Ochsenknecht, 58, zu erscheinen. Sie und Tochter Cheyenne, 22, finden für dieses Verhalten deutliche Worte. Endlich wieder vereint, freut sich Wilson Gonzales Ochsenknecht, 32, als er an der Kaffeetafel Platz nimmt. Er, Oma Bärbel Wierichs, Cheyenne und Nino Sivkovic veranstalten eine kleine Party auf dem Hof in Österreich. Nicht alle da, aber kann ja auch mal passieren, entgegnet Natascha zuerst und meint dann, das ist, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, dass Jimmy nicht am Start ist. Sein Meeting und Lauras Shooting seien dazwischen gekommen. Ja, hätte ich auch gesagt, platzt es aus Wilson raus. Vielleicht waren sie auch zu faul, poltert Natascha. Ich habe es geschoben, betont Wilson und deutet darauf hin, dass er im Gegensatz zu seinem Bruder bereit gewesen war, seine Termine für den Geburtstag seiner Mutter zu verlagern. Im Einzelinterview nimmt er Jimmy dann aber in Schutz. Ich kenne das auch. Man ist sehr stark verliebt und dann kapselt man sich ab. Anführungszeichen. Cheyenne Ochsenknechts Worte klingen nicht so versöhnlich. Er ist einfach gerade in seiner Welt, und in seiner Welt hat anscheinend gerade irgendwie nicht jeder Platz. Beziehungsweise konzentriert er sich gerade nur auf sich, stellt sie fest. Er habe sich sehr verändert. Als es am Kaffeetisch um Lederhosen für ihre anstehende Hochzeit mit Nino geht, die Jimmy mitbringen soll, meint Cheyenne, also auf Jimmy verlasse ich mich momentan nicht zu 100%. Im Einzelinterview führt sie aus. Die Enttäuschung über das Verhalten ihres Bruders ist Cheyenne im Gesicht deutlich anzusehen. Natascha fasst den derzeitigen Familien- und Frieden wie folgt zusammen: Der Vibe in der Familie ist eigentlich ganz gut. Außer, dass alle das so ein bisschen schade finden, dass man von Jimmy jetzt nicht so viel hört oder sieht. Dass er so sein eigenes Ding macht. Und da hoffen wir natürlich, dass sich das irgendwann wieder legen wird. Anführungszeichen. Jimmy Blue ist von den öffentlichen Äußerungen seiner Mutter und Schwester über seine Beziehung nicht gerade begeistert. Wie er kürzlich gegenüber Bild betonte, all die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen. Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal. Anführungszeichen. Auf Instagram ist er seiner Mutter und seiner Schwester entfolgt. Auf die Frage warum, reagierte Cheyenne in einer Fanfragerunde in ihrer Story lediglich mit einem: Gute Frage. Frag ihn am besten selber. In einem ähnlichen Zeitraum wird auch Jimmy in seiner Instagram-Story aktiv, teilt einen Beitrag von der systemischen Coachin Judith Tomschke über das Problemkind innerhalb einer Familie. Darin heißt es unter anderem, in einem toxischen Familiensystem ist es die gesündeste Person, die Probleme macht und für Spannungen sorgt. Denn sie reagiert mit Widerstand auf die ungesunde Familiendynamik. Ob der 31-Jährige damit auf seine eigene Situation anspielt? Gut möglich. Verwendete Quellen: Diese Ochsenknechts, abgerufen unter wofft.de, Instagram.com, Bild.de.